Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Weller 1974. An meiner Seite der großartige Starkiller. Und wir spielen Long Live the Queen. Jetzt werdet ihr sagen, hä? Wer Princess Maker kennt, ich sag mal, dieses Live-Sim, Dating-Sim, irgendwas, packt den ganzen Hentai-Dreck weg und ergänzt das sozusagen um die Tode von Game of Thrones. Das ist Long Live the Queen. Wir sehen das gleich. Das ist übrigens, das ist einfach lustig, es gibt ja auch mal so Hilfedinger. Da ist es, das ist Papa. Du müsstest dir übrigens auch, also ich werde jetzt auch nicht auf die Texte eingehen, wir werden jetzt ein bisschen durchgehen, weil sonst dauert das ewig. Mm, dann mache ich das mal in aller Präzision, aber ich wollte euch das einfach mal ein bisschen kredenzen, so einen kleinen Playthrough. Deswegen gucken wir mal. Das ist also Papa. Papa ist 33. Mhm. Ja, das ist doch schon volljährig. Das sind wir. Mhm. Und sagt jetzt, hey, übrigens, du musst jetzt lernen, an deinem 15. Geburtstag langsam hier mal Königin und so. Und mach und geh mir auf die Nerven, weil ist so. Mhm. So, und deswegen... Kann es sein, dass der Papa so ein westlicher ist? Es kann sein. Wir können, glaube ich, übrigens... So, jetzt können wir mal das Tutorial, das sparen wir uns aber, weil ich habe das schon mal gespielt und ich bin auch schon einmal fleißig gestorben. Ich zeige eben kurz einmal für euch das Wichtigste. Das ist das Skill-System. Sieht wirklich aus wie ein RPG, ne? Mhm, ja, so, allerdings. Was ein bisschen ärgerlich ist, hier sieht man nicht das Wichtige, weil die Stimmung bestimmt die Skills. Was du eben nicht siehst, ist, was die Skills hier eben machen. Du siehst, hier ist deprimiert. So, deprimiert hat dann auch da hier Boni in solchen Sachen, aber eben auch Malus, zum Beispiel, wenn sie jetzt deprimiert ist, ist sie scheiße im Schwimmen. Ja, das mag sie Tiere. Es gibt verschiedene Outfits, die man frei spielt, die übrigens aber auch absolut vollkommen okay sind. Das könnte auch Disney verwenden. Oder um schlechten Witz zu machen, Nintendo wird ein Amiibo rausbringen. Mhm. So, wir machen jetzt einfach mal die erste Woche. Die ist depressiv. Wir haben Expression. Und wir haben Animal Handling. Das ist jetzt nicht so viel, aber das können wir auf jeden Fall machen. Dann wählt man das hier aus. Was hältst du denn erst? Willst du dekorieren lassen, Instrument, oder willst du die Stimme? Vielleicht macht sie ja dann Let's Plays. Ach, mach mal die Instrumente. Okay. Du wolltest wahrscheinlich die Stimme hören. Ist mir egal. Was hättest du denn gern für Tiere? Ferne, Hunde, Falken. Falken finde ich lustig, aber... Mit wem soll es... Ach, du bringst mir wieder so eine Lage, hey, wo ich das nicht beantworten darf, weil es wieder nicht jugendfrei ist. Sowohl mit einem Pferd als mit einem Hund ist sicher lustig. Nehmen wir ein Pferd. Schreibt in die Kommentare, wie versaut ich bin. Ist ja egal. Ist ja ein Japanospiel, ist sowieso egal. So. Dann siehst du hier, dann kriegst du jetzt die Levels, weil sie übt jetzt. Und mit jedem Wert kriegt sie natürlich irgendwelche Fähigkeiten, also wie ein RPG halt. Ne? Ja. Das heißt, ne, man sieht sie nochmal Bonus. Und wenn ihr gleich später levelt, was sie tut, dann sieht man auch, was gleich passiert. So, pro Tag passieren Events. Wir können auch mal bei ihr mal eben kurz gucken. Ne? 14 ist sie. Da steht übrigens auch ganz wichtig, man müsste theoretisch, um das Spiel vernünftig lösen zu können, auch die ganzen hier Verwandtschaften und so drauf haben. Ja. Weil das wird nämlich wichtig, weil wenn man dann den Falschen grüßt, in der falschen Reihenfolge, hat man natürlich das höfische Benehmen beleidigt und so. Das ist natürlich schlecht. So, genau, da geht's jetzt. Genau, man sieht ja auch schon Beispiel an ihr, das ist bestimmt eine ganz nette. Ja, total, total hübsches Lächeln hat sie. Genau. Die Contest von Nix übrigens. Das ist dann hier der Pfeifenkorb. Der Laurent. So. Genau, das ist die andere. Oh, die Charlie ist ja auch da. Also, seht, da ist die andere Familie. Mhm. Genau. Und wie gesagt, ihr könnt das einfach mal langsam machen. Je nach Event gibt es dann auch andere Fähigkeiten. Mhm. So, und jetzt sind wir nämlich hier in einem anderen Modus. Jetzt können wir sagen, was die gute Dame machen soll. So, hier Verlies besuchen, macht gar nicht nichts. Da können wir die gleich mal hier irgendwie eine Tussi besuchen. Hier können wir zum Beispiel mit den Toys spielen, dann sieht man, was da alles hochgeht. Da können wir das machen. Können wir mit dem Vater quatschen. Wir können natürlich auch hier mal den Hof veranstalten. Ihr seht, das gibt's meistens nicht so tolle Werte, aber es hat nicht damit zu tun, dass man positiv sein muss. Man kann auch zum absoluten Arsch mutieren. Das hat teilweise auch Vorteile. Sollen wir mal mit Toys spielen? Ja, wir spielen mal mit den Oder willst Toys. Du, dass es vielleicht auch mal... Sollen wir mal hier ihren Willen stärken?
ihren Willen stärken. Ja. Och, warum nicht? Die Toys laufen ja nicht weg. So. Zack. Genau. Hier ganz wichtig, you enjoy your freedom. Mhm. Und das findet Fatna natürlich doof. So, jetzt gucken wir mal, hat sich irgendwas geändert? Ist sie schon... sie ist noch... Du bist immer noch depressiv. Aber wenn wir das nochmal machen, dann hat sie auch was anderes. So, das heißt, wir können das jetzt nochmal machen. Mhm. So, wir gucken, ist das nochmal Fonds ausgestellt? Wir machen das weiter, weil es gibt Modifikationen. Also es wäre schon sinnvoller, man das einfach fertig levelt. Es gibt dann auch später Sachen, wo man so ein, ich glaube, man muss ein Grundlevel haben von 2 über 50, dann kriegt man nochmal einen Bonus drauf. Ich habe also tatsächlich bei meinem ersten Playthrough schon ein paar Sachen ausgemastert. Kein Witz, ihr seht, da gibt es dann halt Fähigkeiten. Okay. Ne, was er dann kann, mhm. und sonstiges. So, genau, das ist die. Das, da kannst du jetzt gleich die erste wichtige Entscheidung treffen, sag ich dir schon mal. Ja, okay, bin immer gespannt. Oh, das wäre jetzt eigentlich mein Beuteschema, aber das ist ein anderes Thema. Blaue Haare, okay. so, genau, bla bla bla. Genau, bla bla bla, genau. Jetzt wird's gleich los, du siehst schon, ne? So, jetzt haben wir die Möglichkeit, wir können sie wegschicken, wir können sie in den Knast bringen oder wir können sie da bleiben lassen. Ich lasse dir mal freie Wahl. Also wer ist denn jetzt nochmal die Blauhaarige? Also die Blauhaarige ist also, die kommt aus einem anderen Teil. Die Mutter, die es nicht mehr gibt, die hat ihr getraut. Vater traut ihr nicht. Mhm. Du weißt es nicht besser, das heißt, du hast freie Auswahl. Ach, im Zweifelsfall wird sie gefoltert, komm. Weg. Genau. Verräter. Genau. Und siehst du, und sie macht sie auch gleich schon bereit für die Exekution, wo du das wohl wusstest. Wie siehst, und jetzt ist sie angry, und wenn der Angry-Wert hoch genug ist, genau, sie wird dann kein Problem mehr sein, richtig. Ist auch nicht mehr möglich. So, komm, machen wir wieder. Nochmal. Mhm. Wir wollen jetzt mal ein bisschen hier, jetzt ist ja, glaube ich, jetzt schon eine andere Laune. Ja, jetzt hat sie schon eine andere. Jetzt lächelt sie schon ein bisschen. Genau, jetzt ist sie wild. Genau. Genau, Bonus zum Militär. Alter. Da wollen wir mal machen. So, also Lumen ist Magie hier. Ah, das heißt, okay. Wir haben jetzt einen Bonus auf Magie, auf Intrige. Also würde ich sagen, wir konzentrieren uns auf Intrige und Militär, ne? Für die beste Seifenoper Intrigen. So, zack. Ab. Einmal Skills. So, da müssen wir hin. Die Kleine ist so. Aber immer noch depressiv. Ja, ja, aber wie gesagt, der Hauptskill ist woanders. Mhm. Also du siehst das hier oben. Ja, der zählt. Was ein bisschen bescheuert ist, es gibt keine Mischskills. Also das heißt, es zählt das, was am höchsten ist. Mhm, okay. Also, da hätte man vielleicht auch Becher machen können, aber... Das klingt dich ein, ja. So, weil du hast ja nicht nur einen Gefühlsausdruck die ganze Woche. Bist du dir dessen sicher? Du kennst mich nicht so gut. Militär, was möchtest du denn? Strategie? Navy! Obwohl, ja, das ist jetzt natürlich ein gefundenes Fressen wieder für mich. Mhm. Was hältst du davon, wenn wir die MS-Standard versenken? Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das hier am Meer ist. Deswegen, ich würde jetzt zur Strategie entscheiden. Ja, mach Strategie. So, das andere haben wir Intrige natürlich. Ne? Internal, foreign oder da. Chiffrieren. Was jetzt denn? Ciphering. Sollen wir, also ich denke mal schon, es macht sinnvoll, dass wir uns ums Ausland kümmern. Wir machen Auslandsintrigen. Hm? Weil das heißt natürlich der umgekehrte Fall, du kannst es dir denken, wenn wir uns nicht um das eigene Land kümmern, dann wird irgendeiner intern uns killen. Mhm. Aber jetzt sagen wir erstmal, das Ausland ist scheiße. Dann wird sich jetzt erstmal extern dich jemand töten, ne? So einfach. So, genau. Jetzt würde ich auch sagen, genau. Da, jetzt fährt sie nämlich an und guckt sich die ganzen Leute an, ne? Hier unmarried. Das heißt, die hat, wenn du das jetzt hoch willst, kennt die nachher auch die ganzen Leute von den anderen Höfischen und hat, wie man es so kennt, also deswegen sind wir schon ein bisschen bei Game of Thrones, hat die anderen dann schon in der Hand. Ja. Da, bla bla bla, liebe, 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 genau, ist mir egal. So. A Snake. Genau. Zup, zup, zup. Ich hoffe nicht, dass ich tot bin. Okay. Okay, das ist gut. Scheint doch nicht so gut zu sein. Has disappeared. Okay, gut. Haben wir Glück. Man hätte hier schon tot sein können. Mhm. Weil die du jetzt gerade exekutiert hast, die wäre jetzt zur Hilfe gekommen. Kann ja aber nicht mehr, weil ist ja tot.
Ich weiß nicht, ob ich das nie keinem erzählen sollte. Ich weiß es nicht. Ja, genau. Du hast schon gemerkt, sie ist eine der Guten. Mhm. So, wir bleiben bei dem. Wir machen weiter Militär. So, das kann alles so bleiben. So. So, mal gucken. Da, schöne Motivation von Soldaten. Schöne Klaviermusik im Hintergrund. Die ist gut, ja. Hm? Da, siehst du hier, Political Disruption. Also, wenn man das hochpusht, weiß sie nachher alles. Ja, gut, ist ja halt weg. Ist mir egal. Die nerven eh nur. Wir bleiben dabei. Oder können wir das sogar noch ein bisschen plus lonely? Nee, das Willful will ich schon lassen. Also man kann natürlich auch, wenn man es richtig spielt, ne, mit den Leuten hier quatschen und ja, von Vater Tipps kriegen, aber das ist mir scheißegal, wir wollen ja nur die Welt erobern. Wir haben ja nur ein kleines Ziel. Wir sind ja auch, wir haben ja schon die richtige Farbe, so Purpurnen fast. So. Jetzt haben wir auch Reinforcements. Genau, siehst du. Jetzt haben wir die Baracken. Und so geht das immer so weiter. Das heißt, jetzt heißt gleich haben wir eine neue Orte. So, was will die? Achso, das ist Alice. Alice ist neu. Zeig ich dir. Who the fuck is Alice? Und ist 18. Mhm. 81 vielleicht eher, aber. So. Und ich glaube, die hat jetzt irgendwo einen Fehler gemacht. Genau. Da, siehst du? Das ist nämlich dann zum Beispiel, weil sie jetzt sich in den Ausland ausgehen, hat sie gemerkt: Moment. Mhm. Da stimmt doch was nicht, was du mir erzählst. Ja, was erzählst du mir für eine Scheiße hier? Was schon mal blöd ist, wenn einer am eigenen Hofe dir Scheiße erzählt. So, genau, best wishes. Ah, Court Manners haben wir nicht. Wir wissen also nicht, ob das ist. Mhm. Weil, das kann ich jetzt spoilen, das habe ich beim letzten Mal geschafft. Ich habe gelernt, dass du nicht wertvolle Geschenke trägst als Prinzessin, weil du das auf Hochdeutsch dann so heißt, als hättest du damit die Heirat akzeptiert. Mhm. Kannst dir vorstellen, was dann bei mir kam. Und dann habe ich gesagt, nee, mach ich doch nicht. So, siehst du hier, jetzt können wir schon ein bisschen in den Baracken rumtouren. Zack. So, jetzt haben wir auch das. Sie sieht immer lustiger aus. Ist bestimmt eine ganz nette. Ja, das ist so eine, mit der du Kaffee trinken gehen würdest. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel das erste soweit fertig, genau. Jetzt müssten wir weitere Militärskills machen, aber das machen wir gleich. So, bupp. Genau. Auf jeden Fall haben wir das schon mal fertig. So. Na, ist auch wieder ein Typ, ne? Mhm. So, die ist übrigens 30. Die haben das Alter, glaube ich, hier. Und sieht jünger aus als dir, die 18 ist. Genau. So, siehst, das ist hier, ne? Hier auch wieder Magietussi und Priesterin und hast du nicht gesehen und. So, große Warnung. Da, genau, jetzt gibt's die Option, ob wir die, die du exekutieren lassen willst, frei oder nicht frei. Du hast freie Auswahl, ha! Ach, ich muss schon wieder den Bösen spielen. Ja, wir können ja böse bleiben, ist ja wurscht. Natürlich sind wir böse. Tschüss. Das Böse wird immer siegen, denn das Gute ist zu bescheuert. Da, genau, also ein Trick to get the traitor released. So, die findet uns. Also natürlich ist klar, wenn wir die ganzen magischen Priester jetzt anpissen, finden die uns auch doof. Natürlich. Das heißt, da haben wir natürlich keinen Malus oder beziehungsweise keinen Hammer-Malus auf Magie und keinen Vorteil. Aber wir wollen ja hier eh das ganze Land erobern. Mhm. Da findet man auch sicherlich Leute, die das doof finden. Ja, die Gefahr besteht, würde ich sagen. So, wir gehen immer zu den Baracken. Wir sind nur noch ein Freund unserer Soldaten. Gutes Zeichen, ne? Mhm. So, dann wollen wir mal gucken. So, möchtest du kommen? Jetzt kriegst du dann eine See. Dann machen wir es intern, klar. Gehen wir mal in die Navy jetzt. Und weiter. So. Dip. Genau, da weiß man jetzt schon genau, wer wann in welcher Königslinie ist, ne? Sprich, damit man auch weiß, wie man da entfernen lassen muss. Okay. Das haben wir alles vermasselt, das ist doof. Ach so, genau. Die hat jetzt Mist gebaut. Das haben wir jetzt nicht verstanden, weil wir haben sie jetzt nicht mitgekriegt. Die hat jetzt irgendwie was fallen lassen oder so. Mhm. Wir können natürlich die Entschuldigung akzeptieren. Wir können natürlich auch was anderes machen. Das überlasse ich jetzt dir. Ja gut, wir sind ja im Augenblick nett, ne? Mhm. Zack. Ah.
Wir sind die nächste Cersei Lannister, ich sehe das schon. So, komm, hier. Weg mit dir. Genau, wer ist das? Ach genau, das ist glaube ich der mich heiraten wollte, glaube ich. Mhm. Achso, das war, den kennst du noch nicht. So, Schnuzzelfutzi. 38. Will eine 14-Jährige heiraten, klar. Und hat zwei Kinder schon. Natürlich. Ja gut, Japaner, die sind früh. Sind frühreif auch. Okay, der will die auch frei haben. Freien? Oder Titel weitergeben? Gute Frage. Was ist jetzt wieder das Bösere von den beiden? Komm, krieg ich dann Titel, ne? Ich trau dem nicht, also geh mir den bösen Titel. Na, mach das halt. Genau, jetzt bist du der Herzog. Fertig. Ich lass dich nicht frei, sondern du wirst einfach befördert. Ja, thank for your wisdom. Es ist mir scheißegal, ist ja nicht mein Land. Ja. Also, das war doch die bösere Variante, wie man sieht. Lock up forever. Ja, merk schon, wir machen schon was Gutes mit ihr. Mhm. So, zack. Und die Truppen finden uns bestimmt immer besser. So, komm weiter. Ah, wir sind Killer. Siehst du, wir haben jetzt schon hier auch ordentlich Bonus. Mhm, ja. Also, wir werden das wahrscheinlich gleich, wenn wir noch gleich leben, haben wir das schon mal ausgemastert. So, was willst du? A man. Ist ja sehr wichtig. Der hat nicht mal ein Bild. Nee, der kann nicht wichtig sein. Mhm, genau. Na siehst du, hier. Handlung, also beziehungsweise Handeln kann man keine Ahnung von, haben wir vermasselt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es ganz gut wäre, wenn das geklappt hätte. Vielleicht kann man, dann hat man eine Allianz, aber das habe ich beim letzten Mal auch vermasselt. So, ich muss ein bisschen gucken, dass ich hier dass ich meinen Willful nicht vermassel, dass die gleich irgendwie... Dann am besten mal ein bisschen Strategie ändern gleich. Ja, na gut, das können wir nochmal machen, aber dann müssen wir gleich, gehen wir gleich mal nicht in die Baracken. So, zack, auch fertig. So, das heißt, dann können wir das nächste gleich auch machen. So, damit sind wir bei intern und extern so weit, wie wir können. Das sollte reichen. Was bist du denn hier für ein Schnösel? 31. Okay. Wieder so einer, der auf Kinder steht. Ja, das ist, glaube ich, jetzt neu, weil sie sich jetzt auskennt. Anzugsvoll Romancing. Das ist, glaube ich, das hatte ich beim letzten Playthrough nämlich nicht. Okay. Aber ist ja schön, jetzt kriegst du noch ihre Nebengeschichten. Nach dem Motto, ach, du bist der Verlierer. Ja, toll. So. Loser, loser, loser. Genau. So. Wie? Failed. Ja, okay. Ja, gut, ist natürlich ein RPG, kann auch der Würfel mal gegen uns sein. Aber nicht mit Militär. Na genau, das ist was wichtig ist. Ha. So, ganz wichtig. Das heißt, wir können die Armee besiegen. Mhm. Dann würde ich doch sagen, dann machen wir das doch auch. Prepare for the battle. Genau, we want a fight, we'll give it. Get ready for the next fight. Zack. So. Ah, genau. Jetzt ist nämlich das Problem, dass wir das tragen. Genau, und dann sagt er nämlich, aha. Genau. Arrangement natürlich. Marriage, du blöde Nuss. So. Und ich glaube, dann können wir wahrscheinlich uns gleich auch wieder entscheiden, dass wir es nicht machen. So, wir bleiben bei Willful. Wir lassen heute mal die Soldaten alleine. Ja, die sollen sich mal alleine beschäftigen heute. So, wir brauchen... Schließlich in der Navy. Jetzt geil, jetzt machen wir Logistik. So, komm. Aber das geht schon gut. Das geht schon gut. Wie ist denn, da haben wir schon... Das ist geil. Wir können also gleich schon... Na, wir haben noch gewonnen. Da! But it costs you about 3/4 of battalion. Ist mir egal. Wurscht. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Ich glaube gar nicht, dass man das anzeigen lassen kann. So viel zum Thema. Es ist ja immer noch ein Novel. Ist ja nicht irgendwie... Ist es nicht Civilization als Adventure. Genau. So, komm mal weiter. So. Da haben wir's. Neue Klamotte. Das kleine Stück, ja super. Lass mich ran, jetzt haben wir Militär bestimmt. Das nehmen wir natürlich sofort. So ein Bikini in Tarnkappenformat. Nee. Also das ist, das gibt's ja eben nicht. Also ja, das ist sauber, das Spiel, das hast du mir ja schon im Vorfeld gesagt. Mein Name ist Cat, a sharp beak and spikes on my back. Okay.
Okay, ja, eine seltsame Kreatur. Das hatte ich noch nicht, kann ich dir sagen. Mhm. Das kenne ich nicht. Gibt es tatsächlich andere Möglichkeiten? And where's a letter for you? Ja, cool. Kann er ja machen. Kann ja, ja gerne kommen. Kann gerne vorbeikommen. Kann gerne kommen. Es ist, ist mir egal. Fühl dich wie zu Hause. Mhm. So. Outfit. New, ganz wichtig. Au! Capsuit. Ist geil. Ist, das ist geil. Siehst du, Intrige. Mhm. Also, komm, machen wir erstmal so. Klar, das Auto, das Napoleon. Komm, extra für euch. Alter, die diesen Nokel natürlich. Jetzt mal ohne Scheiß, das jetzt habe ich doch irgendwie die deutsche Gräfin hast du nicht gesehen gebaut, Alter, ne? Das ist doch ein Tauchanzug hier. Siehst du, jetzt haben wir Bonus auf Intrige. So, wir können Magie lernen, aber wir machen erst Militär fertig, komm. Mhm. Komm, das heißt, wir können jetzt, wir machen erst das fertig. Wir machen Strategie, intern oder extern? Was sinnvoller? Wir haben ja intern noch nichts gemacht. Pass auf, genau, bevor uns interner irgendeiner killt, nehmen wir erstmal intern. So. Boah, siehst du, jetzt sind wir Experte schon bei Kavallerie. Oh. Da siehst du, 73 auf intern. Uns wird keiner mehr killen. Wer bist du denn? Ach, du bist der, der angekündigt wurde, ne? Mhm. Das sieht aus wie so ein Nerd aus der einen Serie da. So. Au. Oh, okay. Nicht verstanden. Das war doof. So, nee. Ja, sollen wir ihn heiraten oder sollen wir ihn nicht heiraten? Komm mal, du bist ja erst 14. Beim letzten Mal habe ich es abgelehnt. Jetzt könnte man natürlich sagen, scheiß drauf, wir wollen ja Macht. Gut, ist natürlich die Frage, was ist dann beim Ablehnen passiert? Nix. Also, ich weiß nicht, ob... Ablehnen kein Ableben, oder? Nee, ich glaube, er fand das nicht so höflich, aber ist jetzt auch nicht, dass ich da gekillt wurde. Mhm. Wir könnten jetzt auch mal das Gegenteil machen. Du kannst ja mal das akzeptieren und dagegen intrigieren. Was ist dein Würfel, hast du? It's my decision. It war doch böse. Ey, sie ist geil, sie ist geil. Sie hat das richtige Outfit mittlerweile. Ja. Komm, da bleiben wir bei. Das intrigiert sie gegen ihren eigenen Vater. Ja, natürlich. Hm? Ja, war ja seine Idee. Mhm. So, das heißt, da sind wir jetzt als erstes fertig. Das müsste jetzt die 100 sein. Ah, noch nicht ganz. Na, ganz knapp. Einmal müssen wir noch. Da siehst du hier. Jetzt wissen wir alles schon über die Kindereien und sonstiges. Standard Judgment. Everyone has been convicted and attempted murder and request for mercy of a crown. Okay. Oh, mal gucken. Das bist du. Du bist der Earl of Io. Aus von dem einen Jupitermond. So. Die History kenne ich nicht. Scheiße. Mhm. Oh, gut. Hätte man wahrscheinlich jetzt den Vorteil gehabt, wenn man jetzt wieder Geschichte gehabt hätte, aber haben wir nicht. So. Bla bla. Im Zweifelsfall töten lassen. Ja. So. Siehste, das hat sie jetzt gekappt. Das habe ich beim letzten Mal nicht gehabt. Da. Ist auf jeden Fall, die Geschichte ist nicht sauber. Da. War klar, dass die Geschichte nicht sauber ist. Oh, jetzt haben wir auch mehr Optionen. Die hatte ich beim letzten Mal nicht. Put her to work, imprison her, tell her that justice was already done. Executor, komm. Ja, natürlich, wir sind böse. Und vor allem siehste, hanged in public. Oh, mal gucken, bin ich tot? Personal guard step into action. Cutting the woman down. Ja. Get her out of here. Sie ist cool. Put it on the display vor allem. Ja. Ja, ich merke schon, das ist eine nette. Mhm. So. Also, der möchte ich nachts nicht unbedingt begegnen. Die will doch nur spielen. Ja, das sagen die Hunde auch, wenn sie beißen. Was ist denn da?
Single Drive Flanders. Okay. Okay. Schon wieder eine Frau. Funding. Hospital bauen. Putting all the sick people to make them die even faster. We are not interested. Das hat sie jetzt einfach mal selber entschieden. Das ist ja schön. Ja, die ist super. Die ist super in Ordnung, glaube ich. Ja, ja. Sie könnte auch hier die neue Microsoft-Chefin werden. So. Haben wir die erste 100. Mhm. Auch fertig. Schön. Ach genau, jetzt kommt das Festival. Da wurde ich, glaube ich, getötet. Okay. So, genau. Als Queen muss man da auftreten. Ich habe übrigens, diese ganzen Festivitäten habe ich da überstanden. Die werden wir jetzt nicht überstehen, weil da haben wir jetzt keine Skills für, aber... Okay, kann ich den... Soll ich den Kerl, meinen einen Kerl einladen oder nicht? Ach, mach das ruhig. Vielleicht bringt er dich dann um. Na gut, andererseits haben wir Begleitung. Okay. Mhm. Und stimmt, es pisst den Alten an. Es pisst Daddy an. Machen. Ja, Daddy wird sie dann umbringen. Ah, ihr weißt schon mehr als beim letzten Mal, kann ich dir sagen. Mhm. So, jetzt kann ich das eine doch auch mal fertig kriegen. So, Strategie, Internal ist auf jeden Fall fertig. Zack. So, das heißt, jetzt können wir nur noch chiffrieren und dann haben wir das hier fertig. So, dann wollen wir mal gucken. So, I will lead the parade. I will parade and make a speech. Also ich habe keine höfischen Skills. Vielleicht reicht aber die Parade zu führen mit meinen Militärskills. Komm, dann machen wir. Machen wir es einfach. Geht! Vergeht nicht. Das habe ich beim letzten Mal geschafft. Okay, vielleicht bist du dann deshalb gestorben. Okay, Dark Water, das kenne ich noch nicht. Red Water tasted of... Sollst du auch nicht nehmen, du blöde Nuss. Ach so, sie ist gerade geflohen. Das ist natürlich bestimmt total doof. Das ist natürlich gut, ja. You now have an enemy on the loose. Ja, das kenne ich noch nicht. Aber auf jeden Fall kann ich dir sagen, beim letzten Mal war ich da tot. Mhm. Komm, gehen wir mal wieder zu den Baracken. So, einmal noch Fediman, Logistik und frieren. Mhm. Dann ist das auch fertig. Ja, oder gut, noch einmal. Noch nicht ganz fertig, aber das wird dann noch dieses Jahr. Ich lebe schon länger als beim letzten Mal. Nur ja, immerhin. Ah ne, jetzt ist erst Great Dingenskirchen. Also. Nee, weil ich fährt dahin. Ja, doch, da war ich. Da war ich. Ist ja alles gefailt und beim letzten Mal alles Erfolg, Erfolg, Erfolg. Aber dafür müsst ihr jetzt eigentlich kämpfen können. So, ich glaube, jetzt fragt man mich, wen ich tanzen will. Step on his foot. Natürlich. Na, wenn schon, denn schon. Ist geil. Erstmal die Leute anpissen. Und natürlich, ich kann nicht tanzen, ist klar. Mhm. Ist Court Manners, alles im Arsch. So, was willst du? Du willst bestimmt abklatschen, oder was? Ich will eigentlich nur mal ein paar Leute hier anpissen. Ja, gut. Magie, klar, habe ich gar nichts drauf. Da schon wieder benehmen gleich null. Aber ich hab's überlebt. Ja, immerhin jetzt. Tatsächlich mal einen Tag länger.
Ich hoffe. Also es kann auch sein, dass ich mich vertue und dass da gleich noch was kommt. Mhm. Ich weiß ja nicht. Ich sehe es ja zum ersten Mal gerade. So. Muss man auf achten. Ach nee, halt. Ich war bei Woche 36. Also ich war noch ein bisschen länger. Ach so, okay. Dann war's dann. Bist das kann ich relativ spoilen, weil wir sind gerade erst bei 18. Mhm. So. Das haben wir ausgemastert. So. Ah, genau. Die kenne ich noch. Countess of Miranda im Castillo. Ja, ich nehme es vorweg. Entschuldigung, ich sollte mal lesen lernen. Ich nehme es vorweg, das könnte die Stiefmutter werden. Ich habe beim letzten Mal alles dafür getan, damit das nicht so passiert. Vielleicht war das der Fehler. Es kann sein, dass die mich umgenietet hat. Das würde ich nicht mal ausschließen bei diesem Spiel. So. Gut, da habe ich keine Ahnung von. So, jetzt können wir losgehen. Ich habe beim letzten Mal natürlich Trip-Hör gemacht. Wir können natürlich, wir haben es ja drauf, wir sind ja intrigant. Mhm. Sollen wir mit? Mach. Oh. Allein das ist es schon wert. Mhm. Fandst du doof? You will grow. Ja, wir werden uns in der Future sehen. Mhm. Da kannst du davon ausgehen. Ja. Ist mir egal. Wir haben uns gerade mit 50.000 Leuten angelegt. Au! Intriga-Erfolg? Ui. Ah, you have given. Geil! Wow! Ich habe jetzt zwar den Text unten nicht gelesen, aber Assassins hört sich immer gut an. Ja, das ist jetzt hier eigentlich die aus dem Knast geflohen ist. Vielleicht können wir uns mit der beschäftigen. Also sprich, die Leute darauf ansetzen. Ach so, dass sie dich nicht gleich. Was hast du denn dann beim letzten Mal gemacht? Ah, die war ja beim letzten Mal frei, die hat mich beraten. Ach so. Wir können natürlich auch jetzt einfach hier, aber komm, wir machen das mal. Okay. Genau. Naja, klar, ist die nicht zu finden, das ist logisch. Ne, normal. Nicht fragen, klicken. Au! Post the reward. Komm, Soldiers, ne? Ich hätte erstmal ganz höflich gefragt, aber kannst auch gerne die Soldaten schicken. Fort, zack. Festnehmen. Komm, besuchen wir den Dungeon. Mhm. Locked up peasants with sticks. Sie ist charming, ne? Mhm. Ist eine ganz nette. Ja, das ist so die eine, der du was zu trinken anbietest in der Kneipe. So. Das haben wir fertig. Jetzt könnten wir uns beschäftigen mit Magie. Das werden wir auch tun. Jetzt lernen wir mal Magie. Das ist wahrscheinlich in ihrer Hand auch ganz doof. So, Faith, wo ist denn, Moment. Ach, stimmt, das kann ich noch. Ja, kann ich nicht lernen. Kann ich nicht lernen. Kann ich dir auch was zu erzählen gleich. Okay. Hab ich beim letzten Mal auch vermasselt. So, komm. Extra für euch. Komm, du kriegst jetzt hier Stimme kennen. Was hat sie noch? Animal. Ja, komm. Klar, wie sie das gehört. Jetzt machen wir es ganz klassisch. Kriegst du Pferd. Du musst ja eine Armee anführen. Nee, du musst Lumen, also die Magie, musst du erst freischalten von einem Magier. Das wird aber höchstwahrscheinlich jetzt nicht passieren, weil wir uns nicht so beliebt gemacht haben in letzter Zeit. Richtig. Oh, Accounting. Ja. Eigentlich klar, ne? Mach das wieder Schäuble. Genauso.
Ich vermute mal, damit finden die uns nicht so toll, glaube ich, aber... So, komm, lassen wir mal. So, mal. Ja, genau, veranstalten wir mal Court. Müssen wir sowieso irgendwann mal reagieren. So. Willful, wie sieht's denn aus? Mut. Wir könnten Pressure gleich nach hinten kriegen. Angry könnten wir nach oben kriegen. Mhm. Wir lassen das erstmal so sein. Wir müssen auf jeden Fall andere Fähigkeiten haben, weil die ist scheiße. Also mit Pferd kennt sie sich schon gut aus, sehe ich. Okay. Was will er denn? Save me. Ja, da fragst du, glaube ich, genau die Richtige. Natürlich wirst du ihn retten, indem du ihn umbringst. So, klar, ne? Mhm. Tschüss. Wir hängen in Public. Sie steht da drauf, ne? Ja, ja, so einen leichten Hang zum Exhibitionismus hat sie. Was war Angry? Können wir pushen, ne? Ja. Ach ne, minus 2, ne? Brauchen wir nicht. Wir müssen entweder Lonely oder Angry pushen. Angry, Lonely. Cheerful. Passiert nix. Angry, Angry, Angry. Das ist uninteressant. Oh, komm, machen wir Angry. Gehen wir mal wieder ein paar Leute. Dann machen wir das so, ja. Was steht da gerade? Affected by Cruelty? Habe ich irgendwas Spezielles freigespielt? Nö, ist klar. Super. So, ist ja, noch, ne? So, das ist uninteressant. Ja, das weiß ich. Das hätte ich wechseln müssen. Ich weiß. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich bin doof. Explosive Magic Kill Summary Guards Inspector. Das fängt nicht gut an. Okay, ja, sie ist immer noch verschwunden und ja, da... Ich sag's mal so, ich habe das Gefühl, das ist nicht gut. Ich habe das Gefühl, dass du Woche 36 nicht erleben wirst. So, da können wir auf jeden Fall... Minus Angry will ich nicht. Da kann ich erstmal nochmal machen. Na, komm. Angry! Super, haben wir auf jeden Fall schon was anderes. Was können wir denn lernen? Weapons! Das passt dazu. Ja, ist jetzt nicht irgendwas, was uns wahnsinnig nach vorne bringt, sehe ich. Alles andere haben wir fertig. Das andere hat Minus. Ja gut, dann müssen wir halt Waffen lernen. Natürlich. Willst du machen? So, Schwerter natürlich. Da ich beim letzten Mal mit dem Bogen gekillt wurde, ist Pole Arms ist Unsinn, will ich natürlich auch hier Bogen haben. Richtig. So, noch hat sie ein Holzschwert. Das wird sich aber gleich in der nächsten Runde ändern. Wie ein Holzschwert spielt sie Minecraft, oder was? Es passed away. So, okay. Das hatte ich noch nicht, kann ich dir sagen. Oh, ist egal, ist jetzt ein anderer. Okay, kennen wir nicht. Oh, schön. Mhm. Ja, scheint ein guter, interessanter Gegner zu sein. Eine vornehme Familie. Mhm. Ja. Nee, also ich lass den garantiert nicht da. Großvater oder Onkel? Nehmen wir mal den Opa. Ich
scheint sogar vernünftig gewesen zu sein. So, sie ist angry, sie kann angry bleiben. Kommen wieder ein paar Leute ärgern. Ah, er guckt aber wieder böse. Natürlich, weil sie angry ist. So, komm. Ein paar neue Waffen. So. Okay. Ach ja, stimmt. Die kenne ich auch. Die hatte ich auch. Die Sabine. Alter unbekannt. Wahrscheinlich 90. Das ist wahrscheinlich so. Das ist wahrscheinlich in dem Spiel die Share. Schreibe in den Hashtag Share rein. Taken in. Aha. Danke, das hat mir beim letzten Mal gefehlt. Da, Secret Agents. Mhm. Also sprich, sie weiß besser nicht. Aha. Hat auch kein Talent, weiß sie auch. haben wir ja heute eine richtig geile Woche. Ja, weg. Nicht testen? Willst du? Ich weiß nicht. Ja. Aha. Okay. Das heißt, die habe ich jetzt irgendwo hier rumlaufen. Vielleicht dann. Ja, da ist er. Irgendwo in einem von den. Ach, da ist sie, okay. Was sagen die Leute über mich? Das kann ja doch scheißegal sein. Sagt einer was Falsches, mach ich ihn tot. Genau, wird er platt gemacht. Alter, was sind wir denn hier? So. Waffen, das können wir machen. Weiter. So, das müsste doch genau 50, genau. Muss ich den anderen sowieso upgraden. Das können wir in der nächsten Runde machen. So. Wisdom allowing. Du fragst mich nach Weisheit. Du kannst eurem Land aber nicht so gut sein. Im Zweifelsfall einfach töten. So, komm. Einmal ein bisschen wieder ein paar Gefangene quälen, das kann ich am besten. So. Classes natürlich nur Pole Arms, alles andere haben wir ausgemastert. Dann sind wir gleich wahrscheinlich damit mit Waffen gleich auch durch. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Ah, wir haben ein neues Outfit. Oh. Okay, Pretty Star. Ja, darauf erstmal wieder ein paar Gefangene foltern. So zum Zeitvertreib als Hobby, aber erstmal die Klamotten gucken. Boost Weapons. Ah, Tabard. Okay, Robin Hood. Können wir mal machen, das ist ja kein Thema. Wenn wir sowieso mit Waffen gerade am Werkeln sind, genau. Warum nicht? Ist ja ganz sinnvoll, wie man sieht. So, noch ein Brief. A poem. Inappropriate for... Das kannte ich auch noch nicht. Sind wir schockiert? Wir sind schockiert, ne? Ja, komm, wir sind schockiert. So. Oder ich konnte vielleicht beim letzten Mal auch gar nicht klettern oder ignorieren. Ja, das überlasse ich dir. Ignorieren, ich will da nicht raus. Ach so, dann werde ich zum Gespött der Leute. Aha. Okay. Ja gut, lass ich ihn köpfen. Genau. Böse genug bist du ja schon. Genau. Cheerful brauche ich noch nicht. Was kann ich so hochsetzen? Da passiert erstmal nichts, ne? Depressed. Das können wir so machen, dann gehen wir erstmal von den anderen Sachen weg. So, Skills. Zup. Halt.
Classes. So. Schwerter, Bogen, ab dafür. Mhm. Sind immer schon mal Woche 27. Und vorne bei 36 weiß ich, da gibt's so eine Reise. Was ist denn mit den scheiß Briefen hier? Okay, oder war das diese Geburtstagsparty? Ich fahr da nicht hin. Kannst mir mal. So. Bleibt, ne? Angry, genau, finde ich gut. Zack, mal fertig. So, 100. So. Ja, perfekt. Und hier, jawohl. So, das heißt also, ich glaube, die jetzt im Zweikampf töten, ist eine blöde Idee. Och. She's insulted. Oh. Ja gut, wir sind ja eh das Arsch. Also. Ja eben. Wir sind eh das berühmte schwarze Schaf, also passt doch alles. So. Immer noch. Angry, genau. So. Pole Arms machen wir fertig. Dann haben wir Waffen hinter uns. Dann können wir uns wieder was anderes suchen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass uns irgendeiner noch im Zweikampf tötet. Das glaube ich nicht. Dann kommt jetzt nur noch ein Bombenattentat der Frage. Okay, die hat Krieg erklärt. Oh, ich habe eine Errungenschaft. Seht ihr gerade. Also einen Krieg erklären konnte ich wahrscheinlich noch nicht. Pff, ist doch egal, machst du platt. Da. Militär mache ich mir noch keine Sorgen mehr. Ich habe keine Ahnung von Geschichte, keine Ahnung von Benehmen, aber Militär ja. Natürlich, das ist das Wichtigste. Natürlich nicht. Was fragst du denn? Nein. Nix. Das sind die, die mich als erstes töten. Genau. So. Angry haben wir abgeräumt. Yielding können wir erreichen. Zwei Yielding. Das ist eine gute Idee. Können zwar jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich großartig was leveln. Ja gut, wir können jetzt was anderes machen, damit wir es nicht komplett verschwenden. Komm, gehen wir auch beweglich. Komm, gehen wir mal tanzen. Ist total realistisch. Mhm, ist ja total wichtig auch. Warte mal. Agilität. Oh Mann. Ja, genau, da haben wir kein Defizit. Also können wir mal machen. Da haben wir auch keinen Bonus. Da sieht man auch, wie unglaublich schnell das geht, nämlich gar nicht. So, super. Okay, ich will aber gar nicht mit dem verhandeln. Requenishable Authority of the Throne. Nie im Leben. Nie im Leben, mein Freund. Nie im Leben. Ja. Nie und niemals. Ja, das denke ich mir. Es ist aber grundsätzlich eine doofe Idee für euch. So, Yielding haben wir. Das heißt, wir müssen jetzt mal eben kurz von Angry runter. Das kriegen wir hin. Gehen wir mal einfach ein bisschen jagen. So. Nicht, dass wir beim Jagen jetzt getötet werden. So, dann müssen wir mal gucken. Wir brauchen ja das, weil wir gehen ja jetzt gleich in den Krieg. So, was können wir mit Yielding? Yielding können wir jetzt höfisches Benehmen. Das ist natürlich ganz wichtig. Wir können Faith. Glauben und Historie. Na, endlich lernen wir was über die Geschichte. Ein bisschen spät vielleicht, aber... Ja, wollte gerade sagen, jetzt muss ein bisschen zu spät ist vielleicht. So, History. Norman Foreign. Komm, erstmal eine andere. Was habe ich noch gesagt? Was hat man noch? History und Faith. Okay, Glauben. Nein, 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 nein! So, Faith. Meditation. Science from Nature. Erstmal, obwohl wir werden ja sowieso keine Magie lernen. Komm, innere Ruhe. Ja, die können wir immer brauchen. Wir sind der Buddha auf dem Schlachtfeld.
Wir sind der Guru, der über den Boden schwebt. Genau, wir sind für den gewaltlosen Widerstand mit Gewalt. Genau, viele Grüße nach Kathmandu. So, es ist Krieg, das hatte ich beim letzten Mal nicht, kann ich dir sagen. Ja, kaum bin ich da, herrscht wieder Krieg, das ist wieder so typisch. Ein Teufelskreis. Battle Reels are won and lost. Fallen Soldiers decorate your landscape. The final outcome. Yes! Mhm. Wir haben gewonnen. Oh. Vielleicht habe ich doch meinen Job verfehlt und ich sollte irgendwie Militärberater werden von der Angie. Und wir haben sie exekutiert, natürlich. Natürlich, ist doch logisch. Many wounded. Kann es sein, dass wir das Imperium sind? Kann das sein? Mhm. Ist geil. So. Wie ist denn unsere Stimmung? Die ist bestimmt super, ne? Total. So, wobei Yielding ist uninteressant, aber gut, wir können das trotzdem weitermachen. Können wir da mal machen. Lonely. Ach komm. Machen wir mal. Halten wir mal Hofe. Mhm. Nachdem wir gewonnen haben. So, da dürfte sich nichts geändert haben. Genau, also. Machen wir da weiter. Ist auch geil. Wir sind nachher die innere Ruhe. We need something cheerful. Nein. Turnier hatte ich auch noch nicht. Geil. Ich will da selber rein teilnehmen. Ich will gewinnen. Employment? Status and Pre. Genau, was können die gewinnen? Anerkennung, Job oder Gold? Hm. Gold wäre das Einfachste, ne? Status? Komm. Ja. Obwohl, die können dann. Obwohl, wenn einer gut ist, kann. Komm, ich. Vielleicht bin, brauchen. Ich bin so eine wichtige Königin. Mhm. Du kriegst einen Job. It's a recruiting drive. Ja, wollen wir mal gucken. Ja gut, das brauche ich nicht machen. Hab ich keine Ahnung von. A gift. Ja, keine Ahnung. Ich Schokolade. Nimm's nicht. Nimm's nicht. Nimm es nicht. Mm, könnte vergiftet sein. Jetzt hat's aber gegessen. Es passiert nichts. Sie ist tot, Jim. Tatsächlich. Hm? By the time you realize you have been poisoned. Tatsächlich. Oh. Jetzt kommt auch die geile Todesmusik. Ja, willkommen bei Game of Thrones. Hm? Ich habe einen Krieg gewonnen. Ich habe eine Schlacht gewonnen. Ich bin die mächtigste Königin und wurde jetzt soeben vergiftet. Mhm. Tja. Haben wir gut gemacht. Ja, did not survive. Warte mal, ich kann dir das ja mal zeigen. Oder euch. Mhm. Gibt dir so eine Checkliste. Ist natürlich sehr spoilerlastig. Ja, klar. Da sind so also, die Achievements. Wer sich jetzt nicht spoilern lassen möchte, soll jetzt mal weggucken. Ja, gut. Also, ja, hier, ne? Wurde zur Königin. Died at least once. Genau. Das habe ich als erstes richtet. Hier, klar. In 5 different ways. Died in 11 different ways. Broken off engagement. Tatsächlich, also man kann die Scheidung einleiten. Mhm. Held hostage. ist eine ganz nette. Mhm. Genau, Order and Execution haben wir. Ich glaube, das war beim letzten Mal schon. Da, Face the Civil War, das haben wir jetzt gemacht. Mhm. Da, genau. Hier, dementsprechend zur Ehe gezwungen, Familienschicksal, bla 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 bla. Genau, da. Guck mal, kann man noch irgendwas. Da, Order and Assassination, für Dix extra. Genau, jemand anders zur Heirat zwingen. Mhm. Da, become an evil minion. Ich glaube, da waren wir auf dem besten Weg jetzt. Caused a couple to the wars. Da, hier, extra. Sunk a fleet with magic. Ja, das hat nicht ganz geklappt. Hired a spy, das haben wir heute geschafft.
Discover to kill your mother, triggered an earthquake. Da. Hier, extra für dich. Order the human sacrifice. Yes. Da kommt wieder, da jubelt wieder mein Doom-Herz. So, hier sind die Todesarten. Da, das war der Arrow. Der sieht dann so aus. Da, hier, genau. Zack, Blut. Boah. Hier, zu Tode. Hier, versenkt. Hier, schön Schädel gespalten. Also, ihr merkt schon. Da, gotten too close to a sword. Selbst hochgejagt. Blown up yourself. Genau, hier sind die Abspänne. So, warte mal. Mal gucken. Das ist der von heute, glaube ich, ne? Oh. Du hast uns jetzt noch einen gehabt. Kann man sich den... Nee, ich glaube nicht. Doch. Ist ja immer dasselbe irgendwie. Nee, da steht da was anderes. Okay. In was da wie passiert ist. Ja, das war Long Live the Queen. Ich denke, das ist gar nicht so uncool, wenn man so will. Ich denke mal, auf jeden Fall interessant, wenn man so diese Spielrichtung mag. Definitiv. Wo hast du das jetzt eigentlich her? Ich habe das tatsächlich irgendwo, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Total Biscuit war, ich habe das irgendwo bei YouTube gesehen, dass es im Steam Summer Sale jetzt ist. Irgendwie auch wieder für irgendwelche paar Merker, für nix, ne? Ja. Und ja, und eigentlich, ich sag's mal so, ja, ist das ja jetzt nicht unbedingt wahnsinnig was Besonderes, aber es ist eben aufgrund der Todesarten und ist es doch interessant. Also es wäre natürlich ziemlich einfach, wenn man jetzt 22.000 Safe Games machen könnte, dann kann man das ausprobieren, aber ich weiß nicht, wie viel Tage das ist. Der Total Biscuit sagte aber in seinem Review-Video, sagte der, um das wirklich durchzuzocken, ne, einerseits muss man das Hype hier vollkommen auswendig lernen und man muss sich eigentlich es gibt mittlerweile ein eigenes Wiki dafür, also die Japaner haben das irgendwie schon zelebriert, das Ding. Ja, klar. Und da muss man sich ein Wiki daneben legen, was passiert, wenn dann und das. Dann hat man dann wirklich so ein Skilltree, ne, welche Engel man dann haben will. Und dann weiß man auch, was da ist. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wie man jetzt mal zum Beispiel die Vergiftung ablenken kann. Es gibt eben auch die Möglichkeit, das wäre jetzt ganz schnell gewesen, dass dieser eine Pfeil am Anfang, dass er direkt trifft, dann ist auch sofort Ende. Ja. Ja, und das, was ich eben hatte, ist, wie gesagt, auf diesem Ritt, so einem Event, wo wir jetzt nicht hingefahren sind, da hat mich dann einer schön von hinten, schön mit dem Bogen, schön fair ins Kreuz. Gut, du darfst ja nicht vergessen, die Schlange, die du am Anfang hattest, die hätte ja auch giftig sein können. Genau. Und keine Blindschleiche oder sowas. Das ist auf jeden Fall interessant, wenn man da so mal auf so eine Art von Puzzlespiel steht. Warum nicht dann für die paar Cent, die man dafür zahlt? Man könnte sie zwar auch in Griechenland investieren, aber in dem Fall ist es, glaube ich, im Spiel besser investiert. Ist auf jeden Fall eine ganz, ganz putzige Sache. Ja. Und vor allem halt grafisch natürlich, Manga, Hentai-Gedöns. Da stehen ja viele dazu und die meisten geben es nur nicht zu. Und ist auch von der Grafik her sauber. Das heißt, da könnt ihr auch euren 5-jährigen Pimpf das in die Hand drücken, der wird nichts Besonderes sehen. Außer würde der natürlich bei den Todesarten, kriegt er ein bisschen Schock und auch so ein paar Inhalte, die da sind. Also ich sage, zum Beispiel, wo ich dann irgendwie im Checklist gelesen habe, Menschenopfer, dass ich mir, wollen wir das jetzt nicht so umgeeignet für freigeben ab 6 oder so. Wieso, das gibt's beim Nachmittagsprogramm immer, also von daher, alles gut, denke ich. Ja gut, da spielen die Menschenopfer ja selber. Ja, das sind Menschenopfer mit ihren Lego-Steinen. Das war Long Live the Queen an meiner Seite, der großartige Starkiller, den ihr abonniert, toll findet und sonstiges. Ich bin euer Mr. Werner 1974 und gebt mal davon aus, ich habe noch so ein paar Perlen hier auf der Pfanne, die man vielleicht eben nicht kennt. Also ich sage das, ihr müsst euch einfach vorstellen, Princess Maker ohne den Hentai-Dreck mit ein bisschen Game of Thrones Einflüssen, dann habt ihr dieses Game. Es wird sicherlich, wenn ihr das 10 oder 15 Mal zockt, wird es mit Sicherheit auch am Anfang extrem langweilig, weil ihr einfach wisst, wie der Hase läuft, aber ich kann mir vorstellen, so ab Woche 100 oder wie lang das Game auch immer ist, ich glaube schon, da stirbt man wahrscheinlich alle 2 Minuten. Aber das mit der Schokolade, wie schon, hatte ich beim letzten Mal nicht. Und wie man ja gesehen hat, mein Charakter war auch nicht in der Lage zu merken, hallo, da ist was komisch. Ja, genau. Weil, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie Schokolade kriege von irgendeinem Königreich, mit dem ich vorher gesagt habe, ich finde euch doof, ich glaube, da hätte man... Gut, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der Würfel gegen uns war, weil eigentlich im Prinzip hättest du es ja wissen müssen. In Strategie kannte sich ja jetzt aus.
Aber vielleicht musste man jetzt höfisches Benehmen haben, weil du kannst ja eben auch dekorieren und sowas. Vielleicht hätte dann gemerkt, aha, Moment, da ist aber an dieser Schokolade ist was seltsam. Mhm. Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall kann ich sagen, beim zweiten Playthrough, es gab auf jeden Fall andere Optionen als beim ersten. Komplett andere. Und eben auch zwei, drei Sachen waren auch wirklich anders. Ja gut, ich kenne jetzt natürlich nur das aktuelle Playthrough, was wir gerade eben gemacht haben. Aber ihr seht, es gibt... Man kann da jetzt nicht so mitreden. Es gibt auf jeden Fall Spiele, die schlechter sind, um die Zeit totzuschlagen. Das muss man ganz klar sagen. Ja, wieder, ich danke dem großartigen Starkiller. Ich bin euer Mr. Wellermann. Uns beide abonnieren, toll finden, liken und sonstiges. Alles Wichtige ist hier verlinkt, wo man das Ding auch kriegen kann mit allen Blöds und Hasse nicht gesehen. Und ja, wie schon gesagt, wenn ihr mal was anderes zocken wollt, dann ist das ja auch eine Geschichte. Ich lasse es jetzt ausklingen mit God Save the Queen. Und sage Lisbeth die Zweite, das wäre eh nicht passiert. Genau. Und jetzt sind wir raus. See you! Tschüss, bis dann!